So, getroffen haben wir jetzt nicht. Gehen wir mal hier lang. Ne Peng. Geh da weg. Aber ich will jetzt nicht riskant. Riskanter jetzt durchgehen. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was so um mich herum los ist. Also sprich, wir müssen jetzt nochmal zum Turmposten. Wenn es geht, diesmal ohne gesehen zu werden. Wäre super geil. Oh ne, sag nicht, der hat die hier oben gefunden oder gesehen. Oh, geh die Treppe hoch. Och, nicht schon wieder, Alter. Mann, ey, das ist doch eine Ficke hier. Schon wieder, ey. Ich hab hier. Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Oh oh, da kam ein großer Panzer. Jetzt lauf! Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Was will ich hier oben? Da hinten wird mich keiner sehen. CP, this is Delta 6. No sign of the enemy. Searching the area. Alter, mein Schall ist einfach schon wieder gleich im Arsch. Nur diese Kacke. Mann, ey, das ist doch ein Mist. Also jetzt wird es nicht mehr so einfach wie am Anfang. Ich bin doch wieder an der beschissensten Stelle rausgekommen. Warte mal, wir haben doch... Oh, mach das Ding aus. Wir haben doch... Was ist denn nicht? Ja, geh mal dahin. Na komm. CP, this is Delta 6. Heard a noise just now. Approaching to investigate. Over. This is CP. Understood. Be careful. Out. Schnappen wir uns jetzt mal. Parken den auch hier hinten. Nein, nicht an. Mann, ich will immer den Waffenrad von GTA aufrufen. So. Der macht nichts mehr. Den da hinten machen wir das gleiche. Hört, komm her! Du sollst herkommen! Alter, sitzt du auf den Ohren? Boah, was ein Russe! Wer hat mich jetzt gesehen? Der da unten durch die Wände haben wir hier einen heimlichen Superman oder was? Ach, der!
Sehr schön. War den schon mal? Halt! Warte, da war eine Scheibe, oder? War das eine Scheibe? Oder war nicht? So, den legen wir auf hier. Leg den ab! CP, this is Zulu 10. Search complete. No sign of hostiles. Over. This is CP. Understood. Stay alert. Don't let him get the drop on you. Out. Du dämlicher Russe, jetzt komm her hier. Geht doch. Zulu 1, what's wrong? Come in, Zulu 1! Na komm. Bitte, habe ich endlich deine Aufmerksamkeit. Hast du einen Geist gesehen oder was los? Oh, was macht er hier? Was? Halt eine Waffe? Warum? Nein! Ich will die nicht! Die ist so laut! Auch meiner ist noch ein Schalldämpfer drauf! Och nö! Ich hab keinen Schalldämpfer, Leute! Gib meine Waffe wieder! So, lad das mal hier nach! Sehr schön! Schöne Träume! Da lebt noch was! So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other. If you have to shoot, be careful. So, wo wollten wir hin? Wir wollten dahin. So, jetzt weiß ich aber noch, dass man da vorm Tor rauskommen kann. Also, wenn wir diesmal einen Umweg nehmen, statt durch die Mitte. Oh, ich höre schon wieder ein. Er kommt bestimmt von da unten. So, was denn? Ist hier irgendwas? Nee, kann nicht sein. Dann werden wir mal hochgehen. Nee, los. Oh Gott, wie der läuft, ey. Wieso kann ich da nicht runterschießen, Mann? Hast du dich erschrocken? Oh. Oh, was ist du denn? Da soll ich da runter in die Hocke. Mitkommen. So, du hast Glück, mein Schalldämpfer ist im Arsch. Also kannst du hier weiter pennen. Jetzt so weit erstmal keiner mehr. Warte mal, ich werde mal jetzt mal hier. Keep an eye out for nearby enemies. They could try to shoot down the chopper. Hä? Hubschrauber? Also Hubschrauber. You can always exfiltrate by land, but how will you get past those checkpoints? Moment mal, ich habe jetzt eine Kassette. Warte mal, was haben wir denn? Walkman, Kassette abspielen. Ja, mal gucken, was haben wir? Chicos Kassette, frei in Kuba, okay. Agentenmitschnitt, okay. Hören wir mal rein, was wir da so haben. I needed this place. Listen to the words, people.
That's something they could never understand. You've done your part. You told us plenty. You've known the pain of ages. And even now you think, as any person would, that this can't be happening. Is it education? Morals? Faith? Just the imprint of a lifetime of stories? Face to face with oblivion, which is where you are, and you still think that help is coming. The world you were born into is made to save you. Isn't that right? Of course it is. Everyone knows that. Until your last breath, you know it. Without the slightest chance or reason left to them, humans are capable of hope. I'm no different. But for one thing, when my time came calling, I didn't die. My family died, my country died, but they didn't take me with them. All hell took from me was this skin, this outer peel that marked me human. My village had an oilseed field and a fine factory. Every day, my friends and I would see our parents at work in that factory. That's all I had. All the world I knew. Ah, cool, das geht ja auch. Then one day, aircraft came droning in from some far-off sky. The factory was bombed. Some spies had told them we were making weapons. The building burned. We tried to flee outside. The crowd blocked the exit. The crowd of people. Hot. So hot. I tried to push through their legs and get ahead, but a boot in my stomach put me on the ground. The smoke of them burning filled me up. I heard my name called. But not for long. At the infirmary they carried me to, a nurse in the corridor saw me and remarked, as if it happened every day, they should let the poor thing die. Those are the only... Erzähl ruhig weiter, also brauchst du nicht wegen mir warten. My mother tongue I remember. It was the language of my village. Until foreign troops invaded. Then the last identity I had left, the words I spoke, were pulled from me. My skin would never feel anything again. This face would be burned again, in torture, at foreign hands. But I still writhe in that burning factory, doused in scalding rapeseed oil. That's all I have to feel, that pain. All I have to remind me I exist here. Those spies reported well. We made weapons, all right. As cartloads of rifles came in from the battlefields, we fixed them up and sent them back out. So our country could win. Or rather, so that little world we knew could continue. I came to realize I mustn't die. I'm their last hope. All those who perished and left me here. I have to accomplish something. If I don't, there will. Oh.
see me now? Tell me, what do you see? Hmm? You have eyes. What do your eyes see? Yes, that's right. You see a skull face. You see me. This skull is who I am. My mark, my proof of humanity. I have no country, no language. Nee. I have no face, but I haven't lost my skull. So I told myself, the pain and effort that keep me alive will never know relief, never bear fruit, never be repaid. I know that, but I told myself to focus on some hope, a non-existent hope, to guide me through this burning world. A hope. Call it a dream. A melancholic delusion. As the pressures within me stretch me to bursting, and I force myself not to cry out, though the words I thought were carved into me are gone, and all I knew is dead. I know how you feel. I've felt that. So show me that I'm not the only one. That you too can return to this world for revenge. No fix on the position. Do you see me? Don't die. Don't die. Na, hast du kaputt gespielt? So, den einen habe ich jetzt mit der Sniper erledigt. Das war jetzt ein bisschen zu laut, glaube ich. Jetzt sind die wieder ein bisschen am Durchdrehen. Ja, so höchst interessant fand ich das, fand ich die Kassette jetzt nicht. Die ging aber ganz schön lange, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist das jetzt, glaube ich, werde ich jetzt gucken, dass wir jetzt demnächst hier ein bisschen weiterkommen. Jetzt zu dem Kontrollpunkt. Ah, der speichert sehr schön. Dieses Riesenteil, das geht mir schon wieder voll auf die Nüsse, dass es hier patrouilliert. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir den Vogel da oben auf dem Wachposten nicht mehr haben. Und ansonsten habe ich vor der Tür jetzt auch nichts gesehen, bis auf die da hinten, die ich da jetzt markiert habe. CP, this is Zulu 6. We're standing down here. No hostile spotted. Over. This is CP. Understood. Stand down. Stand down. Return to your post. Out. Sehr schön. Da können wir gleich hier hinter verstecken. Sehr gut. Sehr gut, der. So, können wir doch schon ein bisschen besser was sehen. So, mehr wollte ich nicht. Nö, jetzt kommt der wieder zurück. Da hinten sehe ich jetzt gerade keinen. Da oben ist ja auch keiner, bis auf eine. Jetzt weiß ich auch, warum wir ständig gesehen wurden. Da hängt eine scheiß Kamera. Hätte ich das mal vorher gewusst. Na egal, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr dahin zu gehen. Jetzt sind wir einmal hier unten. So, wie kommen wir jetzt ungesehen da hinten vorbei? Der sieht mir, der dreht sich gerade den Rücken zu mir. Der spricht irgendwie, kann ich hier lang? Hier? Ach nee, ernsthaft? Oh. Haben wir hier so ein Schacht, ey.
Huch! Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte reinzoomen. Da haben wir hier so einen Schacht. Oh, je, 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 je. Mir einer an. Schon haben wir das Problem halbwegs gelöst, wie wir unangesehen da vorbeikommen. Jetzt will ich nur noch dahin. Stillhalten. Jawolski. Der schläft jetzt nur. Ich hoffe, die anderen kriegen den nicht wach. Da läuft jetzt hier gerade einer. Ich glaube, der hat ihn jetzt gesehen. Warten wir mal, bis er zu denen hingegangen ist. What's going on? What's up, man? Kassette haben wir jetzt gefunden. Du rufst hier nicht, Delta 20.500. Du lässt schön die Finger davon. Und wenn ich hier alle schlafen legen muss, das ist mir so egal. Ich habe zwar nicht so genug Munition, aber das geht. So, der patrouilliert da hinten. Komm ich hier eigentlich rein? Müsste ich eigentlich, ne? Der da oben ist ja nicht mehr, den habe ich mit der Sniper abgeholt. Du schnell knacken. Mach ihn eh! Gut, keine Kamera drin. Was haben wir denn hier? Ist das C4? Mach das Ding aus. So. Alte Waffen, C4. Jawohl, das war C4. Wo finde ich das jetzt? Ah, da. Alles klar. Leuchtgranate, Handgranate. Sehr schön. Aber irgendwie noch was Besonderes. Nachtsicht, Nachtsicht. Da haben wir nur die. Da haben wir die beiden. So, warte mal. Ich tue jetzt hier erstmal nochmal durchladen. Gucken, vielleicht haben wir irgendwo noch Munition dafür. Oh, Claymore, oh noch! Nein! Nee, da nehme ich lieber die Magazine. Scheiß auf Claymore. Alles full, alles cool. Auch alles full. Haben wir für die Schlafpistole was? Ja, ich bin voll behämmert durch die Gegend. Träumende. Nein, nicht klingen. So, wo ist er? Der steht da hinten, der pennt. Ist er denn jetzt hier so still und heimlich so? Oh, oh. Hin. Aber krass, der Panzer sieht die gar nicht. Der fährt am besten noch drüber, ne? So schön über den Kopf. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Wenn der jetzt mal bitte weiterfahren möge. Das wäre sehr lieb. Sehr schön. So, da läuft einer, da sehe ich jetzt gerade keinen, bis auf den da hinten im Turm, aber der sieht uns nicht. Da hinten habe ich zwei markiert, frag mich zwar nicht wie.
Hier sehe ich jetzt gerade keine. Da drin sehe ich auch keinen. Kann ich mir so ein Ding fahren? Nee. Das war gerade nur ein Vogel. Ich spaziere einfach rum. So, die Aufnahme ist jetzt auch gleich schon zu Ende. Ich setze mich jetzt hier erstmal hin. Das Spiel hat erstmal gespeichert. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier wieder einen Cut. Und ja, würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.